Ich meine, das ist jetzt nicht direkt auf dem Weg gewesen, also es ist in der Nähe vom Wegegut anwesend, aber ich habe das gerade auf der Karte gesehen. Das Fragezeichen und habe mir gedacht, da ich ja sowieso in Zukunft Geldnöten haben werde. Ein Ort sein, der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Kann ja sein, dass es ein versteckter Schatz gewesen wäre oder Monsternest oder sowas. Aber ein Ort der Macht ist ja eigentlich sogar noch besser. So. Das wird das. Habe ich auch so auf der Karte gesehen. Ich habe geguckt, wo ich langreiten muss und dann... Beziehungsweise nein, ich habe nicht geguckt, wo ich langreiten muss. Ich habe tatsächlich geguckt, ob es auf dem Weg nach Ochsenfurt irgendwo noch ein Fragezeichen gibt. Das hier habe ich übersehen. Beziehungsweise ich habe zu spät geguckt. Aber was ich theoretisch machen könnte, wäre hier noch reiten. Oder hier reisen. Und ansonsten gäbe es noch hier ein Fragezeichen. Und hier und hier. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob man da mit Hearts of Stone hinkommt oder nicht. Ich glaube nicht. Ach ja, Level, genau. So. Also Flut des Zorns ist gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ist gar nicht so schlecht. Aber irgendwie brauche ich, glaube ich, eine erhöhte Toleranz bei den Giften. Und Flut des Zorns beißt sich auch ein bisschen mit Wutkontrolle. Ist die aktuelle Ausdauer zu den Ewigkeitszeichen mit Hilfe von Adrenalinpunkten gewirkt werden. Aber Flut des Zorns basiert ja darauf, dass ich immer 3 Adrenalinpunkte habe, um starke Zeichen zu wirken. Das heißt, das hier zusammen mit Flut des Zorns ist eigentlich kontraproduktiv. Oder kontraintuitiv. Also es ist... Ich kann es zwar machen, aber ich muss es auch nicht wirklich machen. Das hier wäre eigentlich schon besser. Angriff ist die beste Verteidigung. Jede Defensivaktion erträgt 0,1 Punkte. Parade 0,1 Punkte. Konter 0,4 Punkte. Ausweichen 0,3. Also Paraden ist normales Abwehren. Ausweichen 0,3. Rollen 0,2. Kann nur einmal alle 5 Sekunden aktiviert werden. Das heißt, ich verliere weniger Adrenalin, wenn ich ein bisschen passiver kämpfe. Aber ja. Vielleicht gehe ich auch auf Magie. Kann ja auch sein. Ich kann ja. Art mit großer Reichweite machen. Erhöht die Reichweite von Art um 1 Meter. Oder explodierender Schild. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, ich hau explodierender Schild rein. Dann ist auch die Zeichenintensität allgemein höher. Und dann level ich weiter den Flut des Zorns. Oder kruppelnde Schläger? Schnelle Angriffe? Nee, wenn ich das leveln würde, müsste ich auch was reintun. Ja, weißt du was? Eine erhöhte Toleranz wäre vielleicht nicht schlecht. Erhöht den Überdosis-Schwellenwert von 75% auf 90%. Wirkungsdauer des Tanks plus 15%. So. Hui, ein Lächeln. Bewachter Schatz. Ein Waldschrat. Komm, Netze, den machen wir fertig. Oder ich mach ihn fertig und du nicht. Sehr richtig niedlich.
Na komm. Ich weiß doch, dass du da bist. Ja, Flut des Zorns ist echt gut. Muss man ehrlich sagen. Ist nur schade, dass die Igni an sich so verdammt schwach gemacht haben, dass es sich fast gar nicht lohnt, das zu leveln. Juhu, ein Schwert zum Verkaufen. Immerhin etwas. Ich fände Kronen an sich besser. Gut gemacht, Plötze. Du hast dich getarnt. Jetzt kommt auch wieder raus. Dieses Pferd. Person in Not! Stirb! Au, 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 au! Geht's noch? Schön, wie plötzlich da beim Kreis rennt. Wen haben wir denn hier? Ach, ein Skojatel, ist das niedlich. Sollen wir dich rauslassen? Lass mich frei. Der Schlüssel ist in der Nähe, ganz sicher. Ganz sicher. Gucken wir doch mal, ob der Schlüssel tatsächlich in der Nähe ist. Ganz sicher. Wir haben ihn gefunden. Das kleine Eichhörnchen will also frei sein. Was gibt es mir denn dafür? Nur wenige helfen heute noch einem Elfen. Ich möchte dich dafür belohnen, Badgern. Komm ins Lager in der Nähe. Dort habe ich was für dich. Was für ein Lager in der Nähe? Ja, dann beweg dich. Los. Nur wenige helfen heute noch einem Elfen. Ich möchte dich dafür belohnen, Badgern. Komm ins Lager in der Nähe. Dort habe ich was für dich. Notizen eines Banditen. Man sagt, ein Elfen im Wald kann keiner fangen. Oh doch, man kann. Man muss es nur richtig anstellen. Wir haben den lebenden Beweis in unserem Lager. Ein Bogenschützen der Skojatel. Ich hätte gedacht, dass sie dieses Ungeziefer im letzten Nilfgaard-Krieg ausgelöscht haben, aber scheinbar haben wir ein paar übersehen. Ich würde das Langohr lieber gleich aufknüpfen. Das heißt, vielleicht würde ich ihn erst ein paar Tage foltern, aber dann hätte er es verdient. Aber danach hätte er es verdient, aufgeknüpft zu werden. Aber Kula meint, solange wir ihn lebend in unserem Lager haben, greifen uns die anderen Langohren nicht an, weil sie fürchten, dass wir ihn töten, bevor wir sie uns daran hindern können. Ich habe auf seinen Rat gehört und es bisher nicht bereut. Früher kamen noch alle zwei Schritte ein Pfeil geflogen, aber jetzt ist es totenstill. Der Elf verhält sich ruhig, isst nicht viel und wenn wir ihm ein bisschen Wodka einflößen, singt er sogar in seiner Sprache. Klingt ganz nett. Blöde Däune, Aspere, Evelien oder so ähnlich. Altbestimmt von Blumen und Sonnenschein. Die stehen auf so einem Scheiß. Ausführung zu Basilisken und Gorgos. Großmutter, warum hast du so große Augen? Fragte das kleine Mädchen besorgt. Kreisch, kreisch, antwortete der Basilisk. Großmutter, warum sagst du kreisch, 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 staunte das kleine Mädchen. Der Basilisk riss statt einer Antwort mit giftigen Zähnen bewehrte Maul auf und verschluckte das Mädchen. Zum Glück zog ein Hexer namens Eskel durch die Lande, weil er einen Zeugel suchte.
Der Hexer war erfahren und wusste, dass böse Glüsten nur Märchen die Fähigkeiten haben, Leute in Stein zu verwandeln. Außerdem wusste er, dass man sich vor ihrem Gift hüten sollte. Eske stellte fest, dass das Monster vor kurzem gefressen hatte. Bevor jemand Achtung für Antiglos hätte sagen können, stürzte er sich auf die Bestie und stützte sie mit dem Silberschwert auf. Der Magen des Basilisten öffnete sich und der Hexer fand das halb verdaute, dumme, kleine Mädchen darin. Ach, wie schön. Das halb verdaute, dumme, kleine Mädchen. Die wunderbare Welt der Insektoiden. Es gibt kaum fleißigere und besser organisierte Kreaturen als die Endriagen. Ameisen, Bienen und Termiten sind in dieser Hinsicht um ein Vielfaches unterlegen. Wenn es um Weitsicht und Fleiß geht, übertreffen Endriagen sogar den Menschen. Die menschliche Rasse könnte von ihnen lernen, wenn sie sich von der primitiven und überholten Gesellschaftsform des Feudalismus lösen und eine Form des Arachnokommunismus annehmen würde. Im Arachnokommunismus besitzt jedes Individuum seinen festen Platz und übernimmt eine bestimmte Rolle im Sinne des Gemeinwohls. Es gibt die folgenden Rollen: Arbeiter, Soldat und Königin. Jeder Einzelne leistet einen auf seinen Fähigkeiten fußenden Beitrag an der notwendigen täglichen Arbeit und kann dafür seinen Bedürfnissen entsprechend vom gemeinsamen Wohlstand profitieren. Schönes Märchen. Golem oder der beste Freund des Menschen. Entgegen der landläufigen Meinung wurde der erste Golem weder von einem mächtigen Magier noch von einem Weisen der Elfen erschaffen, sondern von einem einfachen Zwerg aus Maribor namens Bonaventura Sesto, einem Zwiebelbrenner. Der schicksalhafte Schöpfungsakt fand vor mehr als einem Jahrhundert statt, als die Verfolgung der Anderlinge in Maribor in vollem Gange war. Elfen und Zwerge wurden beschuldigt, eine Krankheit in die Stadt gebracht zu haben. Obgleich später herauskam, dass ein gewisser Matteo, der Küchenjunge des Gasthauses Goldene Gans, für den Ausbruch der Krankheit verantwortlich war. Jener Matteo servierte Gerichte und reinigte die Latrine und wusch sich dabei nur einmal im Monat die Hände. Und das nicht einmal sonderlich gründlich. Der Rest ist Geschichte, wie man so sagt. Die Verfolgung der Anderlinge beschränkte sich zunächst auf das Ausgraben ihrer Geschäfte, Brandstiftungen und gelegentlich zu verrügeln, aber schon bald mündete die Gewalt in eine blutige Treibjagd. Unter den wohlwollenden Augen der Stadtwache ermordeten die jungen Menschen in 3 Tagen und 3 Nächten über 300 Elfen und Zwerge, darunter auch die gesamte Familie des zuvor erwähnten Bonaventura Sesto. Wahnsinnig vor Trauer und Rachegedanken formte Bonaventura eine 10 Fuß große humanoide Gestalt aus Lehm und ritzte ihr die Namen der getöteten Anderlinge ein, zusammen mit einigen Bruchstücken zwergischer Flüche. Als er fertig war, schlitzte er sich die Kehle auf und als sein Blut auf die gigantische Statue spritzte, erwachte diese zum Leben und schritt langsam auf die Stadt zu. Bonaventura übte süße Rache an seinen Verfolgern. Seine Schöpfung tötete beinahe 500 Menschen, darunter den Bürgermeister und den gesamten Stadtrat, ehe die Soldaten der Stadtgarnison dem Golem mit ihrer Balliste ein Ende bereiten konnten. Die Kammer fand später heraus, dass Bonaventura ein verborgenes magisches Talent besessen hatte. Obgleich er keinerlei Ausbildung genossen hatte, reichten die starken Gefühle zum Zeitpunkt seines Todes aus, um aus der ihm innewohnenden Kraft einen neuen Zauber zu formen. Nach zahlreichen Änderungen und Verbesserungen ist es nun möglich, diesen Zauber zu wirken, ohne sein Leben dabei zu opfern zu müssen. Und so bewachen Golems heute Laboratorien, Bibliotheken und Paläste überall auf dem Festland. Die Bestien der Tukaj-Ausläufer. Die Bauern der Tukaj oder Tukai Ausläufer behaupten, dass Bias aus Magie geboren werden. Denn bisweilen wirken Hexenzauber auf Bären, sodass diese Wildschweine besteigen. Die daraus hervorgehenden Nachkommen sind weder Schwein noch Bär, haben aber alle Voraussetzungen für ein Bias. Für gewöhnlich verhungern diese Ferkel, doch manchmal werden sie von Hexen gefunden und aufgezogen. Durch verzauberte Milch werden sie stark und schon bald genügt ihnen Milch nicht mehr. Dann jagen die Bies ihre Opfer mit der Wildheit eines Wildschweins und der Stärke eines Bären. Doch sie bleiben ihren Müttern treu, in diesem Fall den Hexen. Die Hexen beschützen sie vor Gefahren, folgen ihrem Ruf und sind ihnen bei allem behilflich. Bei allem. Die unterirdische Welt. Wir verbrachten die Nacht in einer Höhle, die so riesig war, dass das Licht unserer Fackeln in der Schwärze verblasste, ohne die Höhlendecke zu enthüllen. In der Nacht hörten wir zuerst nur das Wasser, das irgendwo hinter der Höhlenwand floss. Irgendwann, schwer zu sagen wann, denn wir hatten das Gefühl verloren, wann der Tag enden und die Nacht beginnen würde, hörten wir eine Art Scharren, dann ein Geräusch, als würden Felsen verschoben. Das Scharren wurde zu einem Dröhnen, doch da waren wir schon auf den Beinen und rannten auf den Tunnel zu, durch den wir die Höhle betreten hatten. Kein Moment zu früh, ein Spalt hatte sich in der Höhlenrückwand geöffnet und heraus sprangen Massen von kleinen, übel aussehenden Humanoiden.
Ich warf einen Blick über die Schulter, ohne meinen Lauf zu verlangsamen, und erspähte im Gewimmel dieser Wichte einen großen schwarzen Troll. So liefen wir um unser Leben. Die wilde Jagd, das haben wir schon mal gelesen. Naransen, Sohn von Kunestat. Als er erwachte, sah er um sich nur ein endloses Blau. Am Horizont traf der Himmel auf die gläserne See. Der Sturm war Vergangenheit. Das Langschiff samt Mannschaft ebenfalls. Er würde nie erfahren, wie lange er bewusstlos im Beiboot gelegen hatte. Die Sonne hatte ihm die Haut karmesinrot verbrannt und die Lippen zu brüchigem Pergament verdorren lassen. Er hatte schrecklichen Durst, doch gab es im Boot nichts Trinkbares. Hatte er alle das durchgemacht, nur um jetzt zu sterben? Nein. Naransen war der Sohn des großen Gunestat und er würde niemals aufgeben. Er hatte 20 Lenze gezählt, als er zu dieser Reise aufgebrochen war. Wann war das gewesen? Vor langer, sehr langer Zeit. Seine Freunde hatten noch gelebt. Er hatte seine linke Hand noch gehabt, nicht diesen steifen Stumpf. Und in seinem roten Bart waren noch keine silbernen Strähnen gewesen. Der Drang zum Ruhm hatte ihn von seiner Heimat fortgetrieben und einen hohen Preis verlangt. Naransen hatte darüber noch nie danach gedacht, doch jetzt, allein in dem Beiboot, inmitten des endlosen Ozeans, fühlte er sich müde. Er sehnte sich nach dem Hof, auf dem er aufgewachsen war, nach den Augen seiner Mutter, die ihm vor dem Einschlafen von den Taten der legendären Helden erzählt hatten. Jetzt war er einer von ihnen geworden. Jetzt würden die Mütter ihren Söhnen von ihm erzählen. Sein größter Traum hatte sich erfüllt. Er hätte froh sein müssen, doch das war er nicht. Hätte er geahnt, welche Mühen und Härten ihn erwarten. Doch kein Mann kann seine Zukunft voraussehen. Und eins ist sicher. Er hätte Naransen gewusst, welche Schrecken sein Leben für ihn bereithielt. Er hätte dennoch kein anderes gewählt. Er war der Sohn des großen Gunestat. Und er hatte den Pfad des Ruhms beschritten, von dem man nicht mehr abweichen kann. Zu keinem Preis. Oder Gunestat. Von kleinen Bauern, der seinen Herrn verwirrte. Haarschopf und ein sommersprossiges Gesicht mit roten Wangen. Was? Oh. Der Winter kam, als der Graf wieder einmal sann, wie er seine Untertanen noch Ärger auspressen konnte. Eines Morgens brach er beim ersten Hahnschrei im Zweispänner zum Dorf auf. Sein treuer Page begleitete ihn als Schreiber. Die Erde war aufgeweicht und die Straßen sehr schlammig, weswegen der Graf, der seine glänzenden neuen Stiefel nicht beschmutzen wollte, in der Kutsche blieb und seinen Pagen entsandte, ihn zu vertreten. Im Dorfe angelangt, stieg der Page mit einem umfangreich beschriebenen Papier aus der Kutsche. Dieses nagelte er an die erstbeste Hütte. Auf das Gehämmer kam ein Bauernjunge namens Räuben heraus, um nachzusehen, was vorging. Der Junge war 12, hatte einen strohblonden Haarschopf und ein sommersprossiges Gesicht mit roten Wangen. Da, was willst du? Grollte der Page und warf einen Blick auf Räubens Hemd, das so dreckig war wie alles andere im Dorf. Ach, eigentlich nichts, zuckte Räuben die Achseln. Ich wohne hier nur. Dann geh rein. Aber der Junge hatte keine Angst und blieb lieber auf den Schwellen stehen, um sich das Papier anzusehen. Was ist denn das, mein Herr? Ein Brief? Lies es und finde es selber heraus, sagte der Schreiber zunehmend wütend, was Räuben allerdings zu entgehen schien. Kann ich nicht, Herr. Ich weiß nicht wie. Warum zum Teufel brauchst du so lange, Schreiber? Donnerte der Graf. Er saß immer noch in der Kutsche und hatte das Gespräch nicht mit angehört. Anscheinend begann er sich zu langweilen. Der Grünschnabe sagt, er kann nicht lesen. Genau. Genau, weil er es nicht kann, bestätigte Räuben und ging zwei Schritte auf die Kutsche zu, wobei seine nackten Füße tief in den grauen Morast sanken. Und die da drin können die lesen? Forschte der Graf. Wo sollten Sie das gelernt haben, Herr? Fragte der Bauer verblüfft. Was? Welcher Bauer? Er hatte immer gedacht, so hohe Herren wussten alles. Also, wer in eurem Dorf kann denn lesen? Fragte der Graf, der immer gereister wurde. Keiner, Herr. Schreiber, sagte der Graf und lehnte sich weit aus dem Kutschentür. Kannst du mir erklären, wie ich meine Deklarationen bei Leuten durchsetzen soll, die nicht lesen und schreiben können? Das weiß ich auch nicht, Herr, sagte der Schreiber und ging einen Schritt zurück, als erwartete er, dass der Graf aus der Kutsche springe und ihn angriffe. Es war zwar nicht seine Schuld, doch der Graf hatte die Angewohnheit, seinen Schreiber zu schlagen, wenn er wütend war. Der Grund war einerlei. Vom kleinen Bauern, der seinen Herrn verwirrte. Die Sitten bräuchte der Skelliger, das will ich jetzt nicht lesen. Hey, der Elf ist weg. Wer hat dich gelesen? Hat er sich weggeschlichen? Oh Gott, habe ich viel gelesen.
So. Welches Lager meinte der Elf jetzt? Ich hab das nicht vergessen. Ich vergesse niemals irgendwas. Wenn es mir wichtig ist. Früher war das irgendwie besser, war mein. Aber jetzt mal ehrlich, welches Lager meint ihr? Meint er. War hier irgendwo ein Lager? Da waren noch die Pferdediebe, wo waren die denn? Hier war die Pferde, also hier war der Typ, dessen Pferd gestohlen wurde. Irgendwo in die Richtung? Keine Ahnung. Er ist ein Kaufmann, er könnte ja Gewinnkarten haben oder so. Banditenlager! Wie ein Mann! Immer noch! Verzaubert! Der Wasserschubert! Das reicht nicht. Oh. 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 Ach, wenn das doch nur immer so ablaufen würde. Minus dem kleinen Fehler, den ich gerade gemacht habe. Leder, Hexenschlechter, bla bla bla. Ich habe mir gedacht, was ist das denn für eine Leiche? Aber es ist nur ein Stein. Nanu, eine Bäuerin. Für Plätze? Warum? Okay, wo sind jetzt diese dummen Elfen? Wo ist das dumme Elfenlager? Ich will das wissen. Der Kaufmann hat gesagt, ich soll ihn zum Elfenlager gehen, wenn ich eine Belohnung haben will. Da hinten wird es ja wohl kaum sein. Das war irgendwo hier. Ich hab... Also, das ist doch scheiße. Weiter so, Plätze. Das war doch irgendwo in dem Wald. Ui, neue Markierung. Das ist auch schön. Ja, genau. Hier ist dieses komische Ding mit seinem Pferd. Also der Typ mit seinem blöden Pferd. Und das Pferd haben wir... Hier irgendwo in die Richtung aufgegabelt. Oder nicht? So weit weg war das nicht. Ah, hier. Oh. Ich hab dich im Auge. Ja, ja. Elaine Dayreath. Wo ist euer Kaufmann? Pass auf, wo du hingehst. Bla bla bla. Gwynnblade. Wenn du einen Vertrag nicht auf unser Leben abgeschlossen hast, musst du nur ich warten. Ich hasse wir dich, werden bald von selbst sterben. Pass auf, wo du hingehst. Wenn die nicht so unfreundlich wären, hätte ich sie jetzt nicht ausgeraubt. Was heißt ausrauben? Lassen Sie sich alles wegnehmen. Ach, der Wirbel ist doch schön. So. Wo ist jetzt dieses dumme Elfenlager? Weiß ich immer noch nicht. Komm schon! Yennefer wartet sich schon die Stiefel in den. Was auch immer, ins Kreuz. Ist das das verlassene Anwesen gewesen? Vielleicht hier? Nee, das waren die Rüste, das waren die, Vielleicht doch hier hinten? War da überhaupt irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Was ist denn das hier? Also ich reite da jetzt mal hin, wenn da nichts ist, dann steige ich es raus. Hm.
bin ein bisschen verwirrt, muss ich ehrlich sagen. Kommt zum Elfenlager in der Nähe. Schade, dass der Typ nicht aus seinem blöden Käfig gelaufen ist. Dann wäre das einfacher. Dann könnte ich, hätte ich nicht einfach hinterherlaufen können. Ah, warte mal. Hier. Den hätte ich jetzt ohne den Kaufmann nie gesehen. Was für Zeiten. Zwerg? Ich weiß immer noch nicht, warum wir deine Anwesenheit dulden. Ich weiß nicht, was die hier macht. Okay. Zeig mir mal dein Angebot. Dann war das der richtige Weg. Es war kompletter Quatsch, in die Richtung zu reiten. Also am Ende der Straße wäre nichts, aber es war zumindest der richtige Weg. Es ist wohl tatsächlich so, ich habe mich ein bisschen informiert, wie man im Witcher schnell Geld macht. Abgesehen von den ganzen anderen offensichtlichen Tricks wie Muscheln kaufen, aufmachen und dann die Perlen zu verkaufen oder immer wieder Kühe zu töten, ihre Leder zu kaufen, sie zu häuten und das Leder zu verkaufen, ist es wohl tatsächlich so, dass Rüstungsschmiede mehr Geld für Rüstungen geben und Waffenschmiede mehr Geld für Waffen. Wer hätte das gedacht? Lara Dorn und die Greganen von Lot. Oh. Das klingt doch interessant. Lara Dorn, war das nicht die, Urgroßmutter oder so von Ciri? War Fail. Würde unsere Gastfreundschaft nicht überstrapazieren. Was ist das denn? Kennst du die neuesten Gerüchte über Jorvet? Sprich mit dem Kommandanten darüber. Lara Dorn und der Kriegenden von Lot. Liebe kennt keine Grenzen, sagt das Sprichwort. Für diese Redensart gibt es in der Geschichte keinen besseren Beweis als die Liebe zwischen Lara Dorn und Kriegenden von Lot. Sie, eine mächtige elfische Wissende, Trägerin des alten Blutes, dem großen Avalach versprochen. Er, ein menschlicher Zauberer mit großem Talent und von einfacher Herkunft. Sie, imstande Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende zu leben. Er, 60 Jahre, vielleicht 70, wie wir alle. Sie hätten sich hassen und verabscheuen müssen. Doch stattdessen entbrannte eine große Liebe zwischen ihnen. Ungeachtet des tobenden Krieges um sie herum und der Verurteilung und Verwünschung, die von allen Seiten auf sie niederprasselten, führten sie ein einfaches und glückliches Leben. Und schon bald trug Lara ein Kind unter dem Herzen. Ein Kind von Lara und Kriegennern hätte das Beste beider Völker und endlich auch beide Völker vereinen können. Doch leider sollte es nicht sein. Die Menschen sahen in Kriegennern einen Verräter und Überläufer. Sie verlangten von ihm, Lara zu verlassen. Und als er sich weigerte, fassten sie den Entschluss, bereits beide zu ermorden. So kam es, dass Kriegennern starb, während Lara, die kurz vor der Niederkunft stand, mit dem Leben davonkam. Sie floh nach Dreiberg, um Cero, die Königin von Redanien, Hilfe und Beistand zu wählen, anzuflehen. Oder Cero? Ach, ist immer so doof, wenn Namen mit einem C bestehen. Es könnte auch Zregennern sein. Aber wahrscheinlich ist es Cero. Obwohl, es ist auch Zintra und nicht Kintra. Und Ciri statt Kiri. Also müsste eigentlich Cero sein. Und Zregennern. Ah, ist auch kacke. Und was geschah dann? An dieser Stelle werden unter den Elfen und Menschen zwei grundlegend verschiedene Versionen erzählt. Laut der Chronisten der Enseide heißt es, doch ihr Flehen erweichte nicht die steinernen Herzen der Däune, der grausamen Menschen. Als aber Lara nicht mehr für sich um Mitleid bat, sondern für ihr Kind und sich an die Tür der Kutsche klammerte, schlug auf Befehl der Königin der Henkersknecht mit dem Dolchmesser zu und hackte ihr die Finger ab. Und als sie in der Nacht der klirrende Frost umfing, tat Lara auf der Anhöhe in den Wäldern ihren letzten Atemzug und brachte ein Töchterchen zur Welt, das von dem Rest, der noch in ihr glimmernden Wärme bewahrt wurde. Der Sage der Menschen nach aber sprach Cero, bitte mich nicht um Gnade, sondern diejenigen, denen du mit deinem Zauber geschadet hast. Du hattest den Mut, Böses zu tun, sorg auch jetzt den Mut, da Vergeltung und Gerechtigkeit nahe sind. Es steht nicht in meiner Macht, dir die Sünden zu vergeben. Als Antwort erwiderte Lara,
Mein Untergang ist nahe, doch auch deiner ist nicht mehr fern, Königin. Du wirst noch der Stunde des schrecklichen Todes von Laradon gedenken und ihres Fluchs. So wisse denn, dass meine Verwünschung auch deine Nachkommenschaft erreichen wird, bis ins 10. Glied. Welche der Version der Wahrheit entspricht, kann nicht mit Bestimmtheit gesagt werden. Sicherlich weichen beide Versionen von den tatsächlichen Begebenheiten ab, da sie jeweils dem Feind in ein schlechtes Licht rücken wollen. Laras Ende ist tragisch. Der Hass zwischen Völkern, den Sregenan beenden wollte, ist nun so groß, dass die durch ihn geschaffene Dunkelheit die Wahrheit ihres Schicksals für immer verhüllen wird. Ja. Keine Ahnung, ob das die Urgroßmutter oder sonst was war. Ich weiß immer noch nicht, warum wir deine Anwesenheit. Die Deune haben Zerbin gefangen genommen. Sie halten ihn an einer Leine wie ein Hund. Zwei Banditen haben ihn ständig. Darum kann ich nicht angreifen, denn sie könnten ihn wehtun. Und ich habe nicht die Absicht, mit den Deune zu verhandeln. Aber Zerbin ist ein kluger Kopf. Die Deune zwingen ihn, Alkohol zu trinken, damit er singt. Dann beleidigt er sie oder ruft uns in den älteren Schrede. Seine Stimme hört man im ganzen Sumpf. Was für ein Sumpf? Das ist ein Wald. Blöde Eichhörnchen. Wir verstehen also jedes Wort. Wir kennen die Abläufe über den Menschen. Wir wissen, wann sie ihren Waldwechsel haben, welche Waffen sie tragen. Ich habe mir alles gemerkt. Wenn ich genug weiß, schlage ich zu. Schnell. Wenn sie es nicht erwarten. Und wo es am meisten wehtut. Er wollte die in die Eier abpacken. Da waren wir, ihr Gnädiger. Schlimme Zeiten kommen auf uns zu. So, weiter ans Ende der Welt. Beziehungsweise ans Ende der Straße davon. Dann Richtung Ochsenfurt. Die war sie ja schon lang genug, die gute Uniform. Also man hat aber irgendwie Spaß, die Welt zu erkunden, die Bücher zu lesen und so. Ist nicht unbedingt das Spannendste. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Was war das denn? Ja, schön, schön, schön. Das war ja schön. Müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ne, war Winter. Nights. Oh, schöne Anspielung. So, ich glaube, ich mache einfach schneller als Novigrader Tor, weil hier wird sowieso nichts auf uns warten. Coole Kamera. Geh mir aus dem Weg. Ach, ich bin ja gelevelt. Warte, gute Frau, ich muss noch leveln. Flut des Zorns, Stufe 3. Beim Wirken von Zeichen werden 3 Daniel blablabla. Und die Zeichenintensität um 75% zu steigern. Adrenalinpunkte gewinnen plus 3%. Erhöht den Überdosisschwellenwert von 75% auf 95%. Wirkungsdauer des Tanks plus 20%. Ich hätte ganz gerne das hier. Oder Quellenentladung oder sowas in der Art. Aber mehr als ein Punkt bedeutet bessere Zeichen im Kampf. Also kommt's so. So, Yennefer. Oh, du hast dich umgezogen. Wie schön. Hast du einen Zugang gefunden? Mehrere. Der nächste ist in einem Brunnen beim Gefängnis. Hast du Hilfe organisiert? Wir kommen schon alleine, klar. Fangen wir an? Kann losgehen. Ich hab's versucht, aber Soltan wollte nicht. Sicher, dass die Wachen nichts von der Passage durch die Ruine wissen und keine Wachen postiert haben? Haben sie nicht. Woher willst du das wissen? Die Hierarchen von Novigrad haben sich große Mühe gegeben, alle Erinnerungen an die elfischen Wurzeln der Stadt zu tilgen. Selbst wenn sich jemand an die Ruinen erinnert, weiß doch niemand, wo sie liegen und wie groß sie sind. Schön, ich bin absolut wartet. Sicher, dass da niemand Wachen aufgestellt hat. Hoffentlich hast du recht. Schön, dass sie nicht wartet. Oh nee, sie ist langsamer als ich, wenn ich laufe und schneller als ich, wenn ich gehe. Der Wind heult. Komm, es ist nicht mehr weit. Durch den Brunnen. Da sind wir. Das ist es.
Bis vor kurzem war der Brunnen mit einem Felsbrocken verschlossen. Aufgrund eines Erlasses von Himmelfahrt vor einigen Jahren. Aber ich habe zwei starke und willige Passanten gefunden, die das Hindernis entfernt haben. Gegen eine bescheidene Gebühr natürlich. Hier. Was ist das? Benutz es, wenn du Rita hast. Dann kann ich dich orten. Warum benutzen wir nicht Siri? Dachte, die kommt mit. Kommst du nicht mit? Durch Ruinen und Kloaken kriechen? Das überlasse ich lieber dem Fachmann. Du willst also lieber antanzen, wenn die harte Arbeit getan ist. Naja. Nasse Kleider. Welch eine Freude. Stell dich nicht so an, Geralt. Kaum zu glauben, dass Nike mit Hexerei zu tun hatte. Dieses nette alte Russen. Ich muss noch zum Schmied. Unter deinen Stein. Ich wollte gerade eben schon, aber Yennefer wollte nicht warten. Hast du sie gestern schreien hören? Was haben sie denn noch angetan? Das gleiche. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht ganz Waffenschmied. Das heißt, er müsste mehr Geld für Waffen ausgeben. Ah, ein Kunde. Wenn nicht das, was ich gelesen habe, richtig ist. Zeig mir doch mal dein Angebot. Oh, das ist kein schlechter Preis, den er mir hier gibt. Das ist tatsächlich sehr viel sogar. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Ich glaube, das stimmt tatsächlich. 77, ja, die gehen tatsächlich. Also beim letzten Mal waren das irgendwie 60 oder 50 oder sowas. Ich glaube, die geben tatsächlich mehr. Tiger. Wenn es nicht grün wäre, würde ich es verkaufen. Tatsächlich. Gibt er mir auch Geld, mehr Geld für die Runen? Wahrscheinlich, ne? Ist ja auch theoretisch, also technisch gesehen, Waffen. Na gut, dann jetzt zum... Rüstungshändler. Wiedersehen. Zum Rüstungsschmied. Ich bin so froh, dass da kein... Mission fehlgeschlagen kommt, weil ich mich zu weit vom Missionsziel entferne. Sieh an, ein Hexer. Seine Majestät, König Radovid. Die besten waren. Seine Majestät, König Radovid, ist gar kein Herrscher mehr. Der ist nämlich tot. Ich weiß nicht. Selbst dabei. Hallo noch einmal. Ja, ja. Lass mal. So, Stufe 32. Habe ich da nicht unterdessen sogar. War ein paar. Ja, das ist tatsächlich 1059. Also Rüstungsschmiede geben tatsächlich mehr Geld für Rüstung als Waffenschmiede und andersrum. Das ist ja witzig. Hätte ich das mal vorher gewusst. Jetzt hat der natürlich kein Geld, aber ich könnte mir die Artlüfe holen. Große. Das bringt mir nur nichts. Ich könnte theoretisch was ver... Ich könnte reparieren, aber ich habe noch so viele Reparaturkits, dass es eigentlich Verschwendung von Geld ist. Bis dann. Also hätte ich die, muss ich restlichen Rüstungen wohl über übel beim Waffenhändler verkaufen. Leichen steckt einen an mit Miesmacherei und Fahne. Ja, auch wenn das Miesmacherei ist, dass ich hier jetzt zum Waffenschmied laufen muss, um meine Rüstung zu verkaufen. Aber der hat einfach mehr Geld. Und ich bin mir gerade gar nicht sicher, warum das so ist. Ich glaube, ich habe bei ihm einfach mal 100 Runen gekauft oder sowas. Oder Sachen hergestellt. Der sieht nicht nur aus wie der Vampir aus Novigrad, der ist, hört sich auch so an. Das ist irgendwie gruselig. Irgendwer denkt, dass Vampire gar nicht, ne? Zeig mir. Ja, siehst du, er gibt nur 34 und so weiter für die. Also er gibt viel weniger für die Rüstung. Als der Rüstungshändler. Aber was will man machen, wenn er
Rüstungshändler, wenn er, ja doch, wenn der Rüstungshändler nicht genug Gold hat. So. Wiedersehen. Zum anderen Rüstungshändler geht. Zu Joanna. Die genug Geld haben müsste, weil ich ja bei ihr immer. Ja, das hätte ich machen müssen. Ich müsste theoretisch bei Joanna und bei Hattori verkaufen. Lang lebe Radovid! Die haben ja mehr als genug Geld.